Löwen. Rund 150 Menschen, darunter auch Flüchtlinge, die derzeit im Ort untergebracht sind, sowie Landtagsabgeordnete der SPD, der Linken, der Grünen und der CDU, beteiligten sich am 6. Februar an einem Bürgerfrühstück. Plattenburgs Bürgermeisterin Anja Kramer begrüßte am Morgen die Gäste und rief sie dazu auf, sich weiterhin für ein gutes Miteinander in der Gemeinde zu engagieren. Anlass des Bürgerfrühstücks war ein Vorfall in jüngerer Vergangenheit. Einem 16-jährigen Afghanen wird vorgeworfen, in Löwen Kinder missbraucht zu haben. Diesen Vorfall nahmen am selben Tag auch Mitglieder der Freien Kräfte in Europin Osthafelland zum Anlass für eine Kundgebung nur wenige hundert Meter vom Bürgerfrühstück entfernt. In Flugblättern, die vor Ort verteilt wurden, wurden unter anderem die Zitat ekelhaften Zustände in diesem Land angeprangert und ein mangelnder Schutz der Einheimischen vor kriminellen Immigranten kritisiert. Mit Beginn der Kundgebung der Freien Kräfte schlossen sich viele Teilnehmer des Bürgerfrühstücks einer Gegendemonstration in unmittelbarer Nähe der Kundgebung der Freien Kräfte an. Und ich glaube, das, was die dort hinten machen, ist eines: Sie versuchen, Menschen gegeneinander auszuspielen. Es geht einfach darum, dass jeder Mensch das Recht auf Unversehrtheit hat, dass jeder das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung hat. Und deswegen wehren wir uns dagegen, dass Straftaten oder vermeintliche Straftaten instrumentalisiert werden von rechtsextremen Kameradschaften, von rechtsextremen Parteien, um letztendlich Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. Und das, was viele, viele Menschen in diesem Land versuchen, nämlich eine Willkommenskultur zu entwickeln, zu torpedieren. Von daher, seid laut, seid kreativ und viel Spaß heute. Dankeschön.